Na krass. Servus Leute, ja, ich habe hier gerade die Allpowers R1500 Portable Power Station im Einsatz. Und ja, die wird so einiges ändern beim Camping bei mir. Und warum die nicht nur genial zum Camping ist, sondern auch ein richtiger Notstromaggregator, das möchte ich euch in dem Video mal eben zeigen. Bleibt dran. Hier kurz die wichtigsten Punkte der Power Station im Überblick. Mit 1800 Watt kontinuierlicher Leistung und 3000 Watt Spitzenleistung können auch leistungsintensive Geräte betrieben werden. Leiser Betrieb. Mit einem Geräuschpegel von nur 43 Dezibel ist die Powerstation besonders leise und eignet sich auch für ruhige Umgebungen. Dank einer Solaraufladeleistung von bis zu 650 Watt kann die Powerstation etwa 2 Stunden voll aufgeladen werden, was für eine hohe Flexibilität bei Outdoor-Anwendungen sorgt. 4 Ladeoptionen. Die Möglichkeit per Wechselstrom AC, Solarenergie, Auto oder einer Kombination aus AC und Solar zu laden, sorgt für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Erweiterbar auf 4608 Wattstunden mit dem optionalen B1000 Zusatzmodul lässt sich die Gesamtkapazität auf bis zu 4608 Wattstunden erhöhen. USV-Funktion. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung USV ermöglicht eine stabile Stromversorgung für wichtige Geräte, was die Powerstation auch für den Notfalleinsatz im Haus attraktiv macht. Geeignet für den Einsatz in Wohnmobilen, Wohnwegen, Gärten, Minicamper, Garagen und Balkonen, optimal für unterwegs oder als Backup für zu Hause. Das flexible 100 Watt Solarpanel kann alleine genutzt oder in Reihe bis zu 2 oder parallel bis zu 3 geschaltet werden, um die Ladeoption flexibel an die verfügbare Sonnenenergie anzupassen. Bevor es hier mit Bluetooth und dem Display weitergeht im Detail, schauen wir uns doch erstmal an, was überhaupt mitgeliefert wird, wenn ihr so eine Powerstation bestellt. Machen wir ein kleines Unboxing. Wenn man das Set bestellt hat mit dem Solarpanel, dann kommt das auch noch dazu, ist aber separat verpackt und kam bei mir jetzt mit der Post und das kam mit dem DPD. Und genau, schauen wir uns doch einfach mal an, was da jetzt mitgeliefert wird bei der Powerstation. Zum einen mal haben wir ein Aufladekabel für die heimische Steckdose. Also ganz normale AC. Das ist auch das einzige Kabel. Es gibt kein Autoladekabel. Schade eigentlich. Ja, bin ich so gewohnt, dass das bei anderen dabei ist. Eine Anleitung in verschiedenen Sprachen. Ist auch ganz gut, die Anleitung soweit. Und man versteht dann schon, um was es geht. Dann haben wir eine Garantie. Und hier nur praktische Tipps. Und da haben wir dann die Powerstation drin. Schauen wir uns doch mal kurz an, was die Front zu bieten hat, was für Anschlüsse. Und zwar ist es echt krass, also er hat schon mal 4 AC-Ausgänge mit 220 bis 240 Volt, 1800 Watt hat er drauf und kann eine Spitzenleistung von 3000 Watt ausgeben. Also das heißt, zum Beispiel für ein Gerät, das jetzt anläuft, das verbraucht ja immer ein bisschen mehr Watt, wenn startet das Ganze. Und da kann es bis, also kurze Zeit, bis 3000 Watt Ausgang gehen. Das ist eine Menge Zeug. Da werden wir dann nachher noch einige Tests machen. Dann haben wir zweimal einen ganz normalen USB-Ausgang mit Schnellladung und zweimal USB-C-Ausgang. Hier ganz normale 12-Volt-Buchse fürs Auto. Hier oben haben wir zweimal Wireless Charging, also drahtloses Aufladen mit Output von 15 Watt bzw. 30 Watt maximal. Auf der linken Seite hinter so einem schönen Deckel hier, wo man einmal draufdrücken muss, damit man den öffnen kann, ist einmal zum Aufladen alles. XT60 Stecker für Solar- und Outdoor-Aufladung und ganz normal fürs Zuhause, für Stromnetz, ein AC-Stecker. Auf der rechten Seite befinden sich 2 Anschlüsse für eine intelligente Zusatzbatterie, kann man dann eben anschließen, also mehrere Batterien zusammenschließen. Unter den USB-Anschlüssen ist der Einschaltknopf für das USB-Segment, kann man schön sehen. Den muss man kurz einschalten, dann funktionieren die und kann man sein Handy etc. aufladen. Und hat noch eine Funktion, wenn man da 3 Sekunden drauf drückt, schaltet sich Bluetooth und WLAN ein. Das gleiche gilt für die 4 Anschlüsse hier vorne, für die AC-Anschlüsse. Man muss da mal kurz einschalten und dann funktioniert die ganze Geschichte. Beides ist natürlich auch möglich, ganz klar, so können die USB laufen und natürlich die AC-Ausgänge. Schauen wir uns mal das WLAN bzw. Bluetooth an. Da muss ich jetzt 3 Sekunden die Taste hier gedrückt halten, die für die USB-Sektion zum Einschalten da ist. Und dann erscheint auch schon das Bluetooth- und WLAN-Symbol. Die App ist schon mal geöffnet. Ganz wichtig ist, man muss den Standort eingeschaltet lassen, also ins GPS. Sonst findet er das Bluetooth-Gerät nicht.
Genau, also es gibt auch die Wi-Fi-Verbindung, die WLAN-Geschichte, das ist dann im eigenen Netzwerk, das kann man da beantragen. Das brauche ich nicht, das habe ich nicht gemacht, deswegen kann ich das auch nicht zeigen, aber Bluetooth ist für mich persönlich auf jeden Fall sinnvoller. Da wird es ja auch schon erkannt, die APR 1500 Version 2.0, da gehe ich drauf und dann wird das Ganze verbunden. So, schauen wir mal kurz. Hier sieht man eben, wie auch bei der Powerstation selber, 83% Ladekapazität im Moment verbleibende. Das heißt, sie läuft jetzt in dem Standby-Modus, kann man ja sehen, 279 Stunden und 52 Minuten, 11 Tage, 15 Stunden. So steht hier alles nochmal da. Dann kann man eben den AC-Ausgang einschalten und DC-Ausgang. Die Herzzahl 6050 ist hier zum Auswählen möglich. Dann gibt es noch einen weiteren Menüpunkt hier oben, der Arbeitsmodus. Das bedeutet quasi, wenn man es aufladen möchte, ob man schnell aufladen möchte. Standard aufladen, also ja, was soll man das, selbstklärend oder eben stumm. Das bedeutet quasi, dass er halt sehr langsam auflädt und dafür nicht so laut ist, aber leise ist er deswegen auch nicht oder ganz stumm. Energiesparmodus kann man da aktivieren. Und hier haben wir noch den Echo-Modus, das heißt, wann er sich abschaltet, wenn man es nicht benutzt, das Dingens. All das kann man über die App steuern. Man kann es leider überhaupt nicht über ein Menü steuern, das Ganze. Finde ich schade. Man hätte ja die Möglichkeit haben können, dass man irgendwie zweimal hier gedrückt hält oder sonstiges und dann im Menü rumfahren kann und die Sachen einstellen kann. Manche machen das, manche Hersteller. Bei dieser Box ist das leider nicht so. Habe ich aber an den Hersteller weitergegeben und mal sehen, vielleicht wird das Ganze ja auch umgesetzt. Schauen wir einfach mal. Test mit meiner Kaffeemaschine. Ich schalte die mal ein. Man sieht schon 1020 Watt ist der Output gerade. 90% wäre entladen in 53 Minuten. Funktioniert. Okay, sie ist aufgeheizt. Jetzt geht natürlich die Wattzahl runter beim Ausgang. Das heißt, die ist jetzt startklar. Dann lassen wir einen Kaffee raus. Und jetzt, wo der Kaffee dann ausläuft, 47 Watt Ausgang. In dem Fall 17 Stunden Restzeit vom Akku. Ja, brutal. Ist natürlich klar, bei der Kaffeemaschine, jetzt wird es wieder mehr, weil er jetzt wieder aufwärmen möchte. Jetzt haben wir wieder 1066 Watt Ausgang. Ja, mega. Also Kaffee beim Camper oder beim Zelten, kein Problem. So, als nächstes haben wir den Wasserkocher. Boom. Der geht nicht. 2200 Watt. 230 Volt. So, noch ein kleiner Test mit der Stichsäge. Wir haben einen uralten Föhn hier, der geht tatsächlich bis 1800 Watt. Ja. Man kann die Powerstation ja auch als Notstromaggregator nehmen. Und im Moment wird der Strom von der normalen Steckdose durchgeschliffen und geht hier in meine Steckerleiste hinein und betreibt den PC. Wenn das der Fall ist, erscheint das UPS-Symbol, man hoffentlich sehen kann, einigermaßen. Ich werde jetzt mal ganz frech einen Stromausfall simulieren, indem ich den Stecker ziehe. Also im Moment läuft noch durchgeschliffen der Strom zum PC, das Schnittprogramm läuft, das Video auch und ich ziehe jetzt den Stecker. Schauen wir mal, was passiert.
passiert. Aha, es läuft ganz normal weiter. Das ganze System geht ohne Probleme weiter. Ja, wir sehen hier einen Output von 57, 58 Watt. Mehr hat die Kiste nicht, das ist okay. Und ja, könnt ihr jetzt ganz normal hier weiterschneiden. Und das ist für eine IT-Geschichte oder so, für Firmen auf jeden Fall eine gelungene Geschichte, nachdem man ja mehr Stationen anschließen kann. Also wirklich absolut klasse. Kann man mal sehen, wie flexibel das Solarpanel ist. Wahnsinn. Ideal für einen Balkon zum Beispiel oder für Campingwagen obendrauf oder Wohnwagen, egal. Also da fehlt sich nichts. Schade ist bloß, ich kann es nicht testen, das Solarpanel, weil wir haben jetzt gerade die undenkbar schlechteste Jahreszeit. Wir haben nur Nebel und keine Sonne den ganzen Tag. Schade mal wegen dem. Das Solarpanel ist das SF100, das ist in diesem Komplettset dabei, wenn man sich das so bestellt, und das hat eine maximale Leistung von 100 Watt. Hier kann man noch mal sehen, durch die Laschen, da kann man eben den Klettverschluss da anbringen. Und je nachdem, wo man das halt befestigen möchte, das Solarpanel am Balkon oder vielleicht am Camper etc. Das geht vielleicht aber auch für eine Gartenlaube irgendwie zum Strom aufnehmen. Ja, soweit die Tests. Ja, mal ganz ehrlich, was macht man schon draußen beim Camping oder wozu braucht man so eine Powerstation? Natürlich zum einen mal, um Taschenlampen aufzuladen, sein Handy vielleicht oder so eine Lampe und andere Gerätschaften wie zum Beispiel Tablet oder halt ein Notebook, wenn man jetzt draußen arbeiten möchte. Dafür reicht die alle Male. Und so übertriebene Tests halt jetzt wie zum Beispiel der Föhn, die Säge oder der Wasserkocher, der was bis jetzt bei jeder Powerstation nicht funktioniert hatte. Das ist eben nur, weil ich wissen will, was kann das Ding, und ich habe kein Interesse daran, hier irgendwelche Messgeräte anzuschließen. Mir ist wichtig, was kann es für mich persönlich draußen leisten, und ich bin zufrieden, denn die Heizung, die Zeltheizung funktioniert auch einwandfrei. Bei 450 Watt läuft das Ding über eine Stunde, so lange brauche ich überhaupt nicht heizen im Zelt, weil es so warm wird so schnell. Und da bin ich schon völlig glücklich. Ich kann auch den Frostschutzwächter wieder verwenden, dass es eben nicht einfriert, das Zelt, wenn es sehr kalt ist. Und ja, und zum Abtrocknen eben oder fürs Kondens, damit das verschwindet. Und von dem her ist die Powerstation meiner Meinung nach absolut ideal für draußen. Natürlich schon ein Brocken, ist halt für ein Camping, also für Carcamping auf jeden Fall, eine super Geschichte. So, das soll es auch schon gewesen sein mit der kleinen Vorstellung der Powerstation, und die Informationen findet ihr wie immer unten in der Infobox bei mir. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut, schöne Zeit draußen. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Bis dahin, danke fürs Reinschauen. Ciao, ciao.